Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir den Bluetooth-Unterputzdimmer D-Max 544 Plus von Temu vor. Drehdimmer und Tastdimmer gehören für viele Einfamilienhäuser mittlerweile zum Standard und sorgen mit ihrer Funktion für ein schönes Ambiente oder einfach nur gedimmtes Licht in jedem Raum. Der Nachteil bei diesen Drehdimmern ist in der Regel, dass sie nicht smart sind und sich somit auch gegebenenfalls nicht über ein Smartphone steuern lassen und auch meist über keine Zusatzfunktion verfügen. Hier kommt jetzt der Temu D-Max ins Spiel, denn Temu hat mit dem neuen Bluetooth-Dimmer die Möglichkeit, dieses Unterputzgerät über ein Smartphone steuern zu können und gleichzeitig doch den normalen Tastereinsatz weiter nutzen zu können. Wie sieht das nun aus? Der Dimmereinsatz an sich ist eigentlich nur eine kleine Pille, die ich in die normale Hohlwanddose oder Unterputzdose einbauen kann. In einer tiefen Dose, sehe ich, hat man noch genug Platz, um den Taster einzubauen und eine Verdrahtung da vorne zu legen. Bei der flachen Dose wird es schon ein bisschen eng, von daher die Empfehlung, baut es auf jeden Fall in eine tiefe Dose ein. Der Dimmer an sich verfügt über vier Klemmen an der Vorderseite. Einmal natürlich für die Versorgungsspannung L und N, einmal den Abgang an die Leuchte und den Eingang für die Taster. Der Taster wird auch über 230 Volt versorgt und wird dann an dem Eingang so angeklemmt, dass ich diesen Dimmer nutzen kann wie einen konventionellen Tastdimmer. Eingebaut kann das dann so aussehen. Ich habe es mal auf den Musteraufsteller eingebaut. Taster ist mit dem Dimmer verbunden und wie ein ganz gewöhnlicher Tastdimmer lässt sich das Licht komfortabel auf- und abdimmen. Fast schon Standard für Themen ist, dass die Dimmqualität wirklich gut ist und auch die Leuchtmittel wirklich nur bis zum Klimmen herunter gedimmt werden. Das sorgt natürlich für eine sehr schöne Stimmung im Raum. Kommen wir nun zur App für das Smartphone. Dort können wir noch weitere Funktionen innerhalb des Dimmers einstellen. Wir können die Dimmkurven verändern, wir können Treppenlichtzeitfunktionen einstellen. Schauen wir uns mal näher an. So, die App haben wir uns heruntergeladen. In dem Fall nutze ich ein iPhone. Einfach aus dem App Store die kostenlose App Max Plus von Temu herunterladen. Ich öffne die App und mir werden zwei Hauptbutton zur Verfügung gestellt. Einmal die Szenen und einmal das Dimmen. Bevor wir damit anfangen können, müssen wir natürlich das Gerät erst einmal suchen. Der Dimmer ist angeschlossen, verfügt über Versorgungsspannung und steht jetzt zur Kommunikation bereit. Mit dem Klick auf den Plus komme ich ein neues Menü hinein und mir wird der D-Max 544 direkt angezeigt. Ich wähle jetzt diesen Dimmer mittels der Checkbox aus, bestätige mit OK. Es werden noch weitere Dimmer jetzt in der Umgebung gesucht, dem ist im Moment nicht der Fall. Und jetzt ist der D-Max 544 mit meinem Smartphone gekoppelt. Dieser ist auch jetzt schon als ein Favorit bei mir mit eingegeben worden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was kann ich denn damit alles so tun. Zunächst kann ich hingehen und kann dem Dimmer einen neuen Namen geben. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Wohnzimmer. Okay. Der Betriebsmodus ist Auto, Alternative dazu wäre die Treppenlichtfunktion, da kommen wir ein bisschen später noch zu. Ja, die Bedienoberfläche ist relativ einfach gehalten. Mit einem Klick auf den Lampen-Button fängt die Lampe an, direkt schon hochzudimmen. Wir sehen jetzt hier auf 41% und ich kann jetzt mit meinem Finger ganz einfach die Lampe dimmen.
dem Fall passt die Mindesthelligkeit ganz gut zu dem jeweiligen Leuchtmittel. Das Leuchtmittel ist auch bei 1% Dimmwert des Dimmers noch gerade so am Schimmern. Wem das nicht so gut gefällt, bei dem kann man auf der zweiten Seite bei den Helligkeiten die minimale Helligkeit vorgeben. Sagen wir hier mal zum Beispiel 10%. Ich bestätige das mit OK. Und ab sofort lässt sich das Leuchtmittel nur noch auf 10% herunterdimmen. Was für häufig zu Problemen führt, ist dieser Memory-Effekt. Das heißt, wenn ich das Leuchtmittel sehr weit runtergedimmt habe, würde das Leuchtmittel auch zu dieser Helligkeit wieder einschalten. Diesen Wert können wir einschalten oder ausschalten. Und ich sage jetzt, dass die Lampe mit maximal 50% immer eingeschaltet werden soll. Das heißt, wenn ich es ausschalte und wieder einschalte, geht das Licht erstmal auf 50% Helligkeit an. Eine recht interessante Funktion sind die beiden Komfortfunktionen. Ich habe hier einmal die Schlummerfunktion und einmal die Aufweckfunktion. Dahinter versteckt sich eigentlich nichts anderes als eine zeitgesteuerte Dimmkurve, in dem Fall mal eingestellt 10 Sekunden. Das heißt, wenn ich nun das Licht einschalte, ganz regulär, wie eben gesagt, auf 50%, habe ich nun die Möglichkeit, mit diesem Button links und rechts von dem Leuchtensymbol einmal die Beleuchtung innerhalb von 10 Sekunden von 0 auf 100 hochzudimmen. Oder genau andersrum, bei der Schlummerfunktion, innerhalb von 10 Sekunden das Licht herabzudimmen auf 0%. Bei den Einstellungen des Dimmers kann ich noch auswählen zwischen dem eben benannten Automodus oder der Treppenlichtfunktion. Hier, wie es in der Regel ist, möchte er halt eben dann eine zeitgesteuerte Ausschaltfunktion vornehmen. Hier habe ich vergessen, jetzt OK zu drücken. Dementsprechend erinnert er mich und ich sage jetzt, ja, die Änderung möchte ich speichern. Bei der Treppenlichtzeit kann ich jetzt auch, wie es gewohnt ist bei einer Treppenlichtfunktion, die Ausschaltverzögerung eingeben. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, die Treppenlichtfunktion soll 20 Sekunden lang sein. Und dann schauen wir mal an, was passiert. Ich schalte jetzt an meinem Taster die Beleuchtung an. Und nach der eingestellten Zeit fängt an, die Beleuchtung langsam herabgedimmt zu werden. Im ersten Step auf die 50%, die wir eingestellt haben für die Ausschaltvorwarnung. Und danach fährt das Licht ganz langsam, fast schon unauffällig, auf 0% runter. Ja, alles in allem, der Bluetooth-Dimmer Dimax 544 Plus von Theben hat mich auf jeden Fall überzeugt. Für die Anwendung, wo ich zum Beispiel jetzt kein KNX oder irgendein anderes Bussystem zur Verfügung habe, aber dennoch über mein Smartphone irgendwas steuern möchte, ist auf jeden Fall eine tolle Funktion. Theben hat es auch geschafft, die bekannte Theben-Dimm-Philosophie in dieses kleine Kästchen reinzubekommen, sodass, wie man gesehen hat, die Beleuchtung sehr, sehr schön dimmbar ist. Und ich bekomme auf jeden Fall so eine wirkliche Komforterhöhung in mein Haus mit hinein. Wenn du Fragen hast zum Produkt, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an.